Nein, also wie wir zusammen gespielt haben, hätte ich ihm die Schleifen nicht gegeben. Ja, ich sage ja immer noch Sonnemann zu ihm. Er hat kein Wort Deutsch kennen, kein Wort Englisch, aber du hast trotzdem einfach mit ihm eine Garde gehabt. Laura inspiriert und das prominent. Wir haben nämlich heute mit Philipp Schobesberger einen aktuellen Kicker am Start, der uns seine persönliche Traumelf präsentieren wird. Daher, servus Philipp, wie geht's dir und bist du bereit zu panieren? Servus, grüß dich. Gefreut mir, dass ich da bin, dass ich da meine sehr persönliche Elf vorstellen darf. Ja, ich bin bereit zu panieren. Fein, dann gehen wir es an. Du hast dich im Grunde für ein 3-4-3 entschieden und man sieht es schon so ein bisschen an den Flaggen. Es ist eine sehr rot-weiß-rote Traumelf. Wie kommt es dazu? Ja, das ist ganz einfach, da ich eine Elf gewählt habe von Spielern, mit denen ich gespielt habe. Da ist der Großteil österreichischer Herkunft und ja, ist einfach, weil ich generell nie recht viel Fußball geschaut habe, sondern eigentlich immer die Zeit, die ich gehabt habe, selber am Fußballplatz verbracht habe und durch das halt eher dann kein Interesse mehr gehabt habe am großen Fußballschauen. Ja, alles gut, sehr schön. Dann gehen wir rein in deine Ansatzpanier. Wer steht denn im Kasten? Hans-Peter Berger, für den habe ich mich entschieden, weil mich der einfach sehr geprägt hat, weil das war eigentlich in Pasching meine erste Station so als Art Profi im Erwachsenenfußball. Ja, und da war der Hans-Peter Berger mein Sitznachbar, sehr, sehr strenger Sitznachbar mit mir, was mir aber auf jeden Fall, denke ich, am Anfang ein bisschen Halt gegeben hat. Weißt du, ich war ein junger Bub, war mit sehr vielen gestandenen Spielern in der Kabine, die ja schon teilweise Bundesliga-Erfahrung gehabt haben. Und da war es einfach cool, dass ich einen älteren und schon erfahrenen Tormann an meiner Seite habe, mit dem ich mich unterhalten habe können. 74 Mal habt ihr gemeinsam auf dem Platz gestanden. Das wohl denkwürdigste Spiel ist damals am 30. Mai 2012 über die Bühne gegangen. ÖFB-Cup-Finale. Austria Wien gegen Pasching. Ihr beide damals für den Regionalligisten im Einsatz. Nimm uns ein bisschen mit. Wie war das damals im Ernst-Happel-Stadion als absoluter Underdog? Kalt war es. War sehr kalt. Nein. Das kann ich mich noch erinnern. Geregnet hat es, geschüttet hat es. Ekelhaftes Wetter, aber bis jetzt eins meiner, also natürlich war bis jetzt leider mein einziger Titel, aber schon allein von dem her war es richtig cool. Es waren die drei Spiele vorher auch. Ich glaube, wir haben Rapid auswärts geschlagen, wir haben Salzburg auswärts geschlagen und dann im Finale der damalige Meister Austria. Und im Endeffekt haben wir in alle drei Spiele eingegangen mit, ja, wir haben nichts zum Verlieren und ich glaube, weniger als 1% von den Österreichern hat damit gerechnet, dass wir auch nur eins von den drei Spielern gewinnen. Von dem her war es eigentlich unglaublich, dass wir dann Cupsieger geworden sind als Drittligist. Daniel Sobka war der Goldtorschütze bei diesem Cupfinale 2012. Machen wir weiter mit deiner Ansatzpanier und wechseln in die Dreierabwehr. Wer bekommt deinen ersten Platz in der Defensive? Einen ersten Platz kriegt der Christopher Dibon, den würde ich zentral aufstellen in meiner Dreierkette, einfach weil er der routinierteste ist von den drei, der staubigste sozusagen. Deshalb habe ich mich da für Dibon entschieden und weil er menschlich super ist, ein super Haberer ist von mir. Mhm. Ich werde es generell in der Aufstellung sagen, dass ich sehr viel persönliche Präferenzen eingebaut habe. Ja, ist ja gut. Ich meine, mit dem hast du auch sehr viel Zeit in der Reha verbracht. Ein Leidensgenosse zu jener Zeit, auch bei Rapid, dem hat es noch Ärger eigentlich erwischt, wenn man sich so die letzten 10 Jahre ansieht, wie oft er auch verletzt war. Wie oft hast du irgendwelche Was-wäre-wenn-Spielchen durchgespielt in deinem Kopf? Was wäre gewesen, wenn du nicht so verletzungsanfällig gewesen wärst in den letzten Jahren? Ja, ist müßig darüber zu diskutieren, aber natürlich, ich glaube, ich war kein Mensch, wenn ich nicht ab und zu darüber nachdenken würde, was war passiert, wenn ich mich nicht verletzt hätte. Aber
ja, ich probiere dann so schnell wie möglich das wieder aus dem Kopf kriegen, weil es bringt mir nichts mehr, ich kann die Zeit nicht zurücktragen. Vielleicht schafft das die Menschheit irgendwann einmal, aber es ist, wie gesagt, müßig, Zeit daran zu verschwenden, darüber nachzudenken, was wäre passiert, wenn. Na gut, dann machen wir weiter. Wer darf neben Tibor dran? Links haben wir in Weber Maxi und rechts, ich sag's gleich, in Hoffmann Maxi. Also habe ich mich für zwei Maxis entschieden. Mit Weber hast du im Grunde wenig gemeinsame Spiele gehabt. Warum hat er dich dennoch überzeugt? Mit Weber Maxi habe ich sehr wenig Spiele gemeinsam gehabt, das stimmt, aber für den war ich vom Gefühl her sowas wie sein Vater, sein Ziehvater du, in der Zeit. Du warst sein Hans-Peter Berger. Ja, genau. So wird sie beschreiben, ob's eher ähnlich sieht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber nein, mein Weber Maxi ist immer noch einer von meinen besten Freunden. Ist halt jetzt leider schwieriger geworden mit dem Singen, durch das, dass er in Deutschland ist. Aber wenn er beim Nationalteam da ist, dann schauen wir es, dass wir es hinkriegen. Sonst halt viel telefonieren und ja, ich sage ja immer noch Sonnemann zu ihm. Einfach weil er, wie er zu Rapid aufgekommen ist, habe ihn jeden Tag ins Training mitgenommen, habe nach Hause geführt. Von da ist das entschieden. Wir haben eigentlich in der Freizeit dann auch so viel wie möglich gemeinsam gemacht, spielen mittlerweile immer noch, wenn es geht, Playstation gemeinsam. Ja, natürlich haben sich die Interessen ein bisschen verschoben bei mir durch die Familie und es ist ein bisschen schwieriger geworden mit zwei Kindern, dass ich oft noch dann vor der Playstation sitze, aber wenn es sich ausgeht, schauen wir, dass wir es hinkriegen. FIFA, oder? Nein, FIFA jetzt. Jetzt solltest du schon verstanden haben, dass ich in meiner Freizeit Fußball nicht sehen will. Ja, aber das wäre eigentlich so klassisch, deswegen passt eh nicht zu dir, das stimmt schon. Was sagt ihr? Shooter-Spiele. Okay, Counter-Strike oder mein Spiel, keine Ahnung. Call of Duty, Warzone. Okay, sowas in die Richtung. Hauptspiele. Ich meine, du hast es eingangs schon erwähnt, du schaust im Grunde wenig Fußball, wenn du nicht selbst kickst. Schaust du dir trotzdem auch die Spiele von deiner Arbeit an? Also von Maxi Weber im Grunde? Nein. Auch nicht? Muss ich sagen, nein. Ab und zu bei Ajax habe ich zwei, drei Spiele mal angeschaut, aber jetzt eigentlich schon länger nicht. Na, passt eh. Ich schaue auf Livescore, ich schaue, ob er gespielt hat, ich schaue, ob er einen Hecht gemacht hat, dass ich einen Häcklinger, aber so, das war's dann auch. Alles gut, dann machen wir weiter, beziehungsweise Maxi Hoffmann. Kannst du dich noch an dein erstes gemeinsames Spiel mit Maxi Hoffmann erinnern? Nein, ich bin generell bei sowas ganz schlecht. Ich weiß weder mein erstes Bundesligaspiel. Du weißt nicht dein erstes Bundesligaspiel? Noch mein erstes Bundesligator. Das Einzige, was ich weiß, ist mein erstes Länderspiel, weil es bei einem geblieben ist. Ja. Das ist ein bisschen leichter, aber nein, bei sowas bin ich ganz schlecht. Aber du wirst dich vermutlich vorbereitet haben und wirst mir es gleich sagen. Genau, Runde 1 der Saison 2014-2015, erstes gemeinsames Spiel. Dein Bundesliga-Debüt, Rapid kassiert in Salzburg eine 1:6 Watschen. Ja, habe ich schon im Kopf. Bin ich reingekommen, aber noch fast. Für wen? Für wen bist du eingewechselt? Das weiß ich nicht mehr. Lukas Grozorek damals. So war das damals. So, die Verteidigung, die steht. Machen wir weiter im Mittelfeld. Wer darf dort für dich beginnen? Da fange ich an mit dem Dejo. Dejan Ljubicic. Passt vom Typ her, würde ich sagen, am wenigsten in die Mannschaft, weil er ein ganz ruhiger, zurückhaltender Typ war. Aber trotzdem vom Spielerischen her einfach auch dann die Ruhe am Platz gebracht hat, einfach eine Übersicht gehabt hat. Und ich glaube, er ist jetzt nicht umsonst bei Köln Stammspieler. Also ich glaube, der hat damals schon gezeigt, was er kennen hat, war super weiterentwickelt auch noch. Ja, mittlerweile wirklich auch absoluter Leistungsträger beim FC. Und da machen wir doch gleich weiter, neben Dejan Ljubicic. Da würde ich in Schwabe so daneben, so ein bisschen daneben hinstellen, Stefan Schwab. Glaube ich auch kein Geheimnis, dass er ein guter Freund von mir ist. Ja, spielt jetzt in Griechenland, wir waren auch schon mal unten zu Besuch. Hab gesehen, gestern oder vorgestern war er Kapitän dort. Also ich glaube, das ist auch nicht
auch nicht selbstverständlich für einen Österreicher, dass er in Griechenland spielt und dort die Kapitänsschleife kriegt. Das sagt schon einiges über den Schwabi aus. Ja, der Schwabi ist halt vom Typ her eigentlich so, wie man sich einen Kapitän vorstellt. Er geht voran, er haut sich ein, er kann auch rüberbringen, also er kann da auch sagen, was er von dir erwartet und ja, das sind Sachen, die ich beim Schwabi sehr schätze, beim Fußballerischen, aber auch halt persönlich in der Freundschaft. Aber wenn du jetzt nach Griechenland reist, dann schaust du dir schon ein Spiel vom PAOK an oder lehnst du das dann auch kategorisch ab und gehst eher an den Strand schwimmen? Das würde ich jetzt nicht kategorisch ablehnen, aber ich war schon in Griechenland bei ihm und ich habe mir kein Spiel angeschaut. Du hast ja kein Spiel angeschaut, okay. Aber das war eher, weil es, glaube ich, es war auswärts das Match oder okay. Irgendwas war. Also das war, wenn es daheim gewesen war, hätte ich mir das schon angeschaut. Aber ich sehe nicht aus, genau. 139 gemeinsame Spiele. Mit keinem anderen Kicker hast du mehr in deiner bisherigen Karriere zusammengespielt. Zwei Positionen haben wir im Mittelfeld noch offen. Philipp, wer ist dein nächster Pick? Ja, als nächstes würde ich den Joel Linton nehmen. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht reden drüber, wo der jetzt spielt und was der für eine Karriere noch ein bisschen gemacht hat. Aber der Joel war einfach so erfrischend in der Kabine. Er hat kein Wort Deutsch kennen, kein Wort Englisch, aber du hast trotzdem einfach mit ihm eine Gaudi gehabt. Der ist dort gesessen, hat auf Brasilianisch, also auf Portugiesisch herumgeschrien, herumgeschimpft, herumgelacht. Und es war einfach, er hat einfach wurscht, welche Situation, er hat einfach eine super Stimmung eingebracht in die Kabine. Und das hat den Joey einfach ausgezeichnet. Ich glaube, spielerisch war es damals noch nicht so zu erahnen, was er für einen Weg macht. Natürlich hast du gesehen, dass er kicken kann und dass er eine Maschine ist, aber dass er bald einmal im Nationalteam von Brasilien steht und spielt, ich glaube, mit dem war nicht zu rechnen. Ja, vor allem auf welcher Position? Also Joel Linton, ja, damals bei Rapid eher Stürmer eingesetzt, war einfach falsch eingesetzt. Ist er erst später draufgekommen, wo seine eigenen Stärken liegen? Ja, er ist halt einfach, wie man jetzt sieht, der Box-to-Box-Spieler, richtig guter. Er kann laufen 50 Kilometer pro Spiel, wenn er will. Ist im Zweikampf eine Maschine, kann aber zusätzlich auch kicken. Also ich glaube, der Joey hat schon sehr viele Attribute, die einen Weltklasse-Spieler auszeichnen. Eine Position ist noch offen im Mittelfeld. Ja, Zehnerposition. Steffen Hoffmann, Fußballgott. Ist, glaube ich, der Hans-Peter Berger von Rapid für mich gewesen. Das finde ich gut. Steffen Hoffmann ist der Hans-Peter Berger von Rapid, ist geil. Ja. Nein, er ist einfach, ja. Er war schon eine richtige Legende beim Verein, wie ich gekommen bin. Von dem her hat er versucht, mir natürlich auch am Anfang zu helfen. War nicht leicht, als 20-Jähriger von Linz nach ins große Wien zu dem Verein hinkommen. Und da hat mir der Steff einfach riesig geholfen, dass ich mich wohlfühle. Ja, und hat sich dann zu einem meiner besten Freunde, wenn nicht sogar dem besten Freund, als ein kleiner Insider zwischen uns, entwickelt. Ja, na, es war schön, mit dem Steff gespielt zu haben. Wie war es damals generell? Dieser Wechsel damals nach Hütteldorf vom kleinen Pasching, vom kleinen Verein im Pasching zum großen Verein in Wien. Wie verarbeitet man sowas dann auch im Kopf? Vom Regionalligisten zum Bundesligisten und dann eben gleich zu Rapid und dann hast du auch gleich eine Rolle gespielt. Es war ja nicht so, dass du langsam herangeführt worden bist. Ja, ich glaube, dass das für mich gar nicht so ein Problem war, weil ich, wie eh schon die meisten wissen, dass ich da ein bisschen anders denke im Kopf und da generell ein bisschen anders bin vom Spielertypen her, was das betrifft. Ich habe einfach drauf losgespielt und wenn ich dann merke, es ist natürlich immer leichter, wenn du zu einer Mannschaft kommst und sie sagen, der hilft uns, der kann was. Da spielt dann das Alter gar nicht so eine große Rolle, glaube ich, weil du wirst einfach
natürlich wirst du besser aufgenommen und besser akzeptiert in einer Mannschaft, wenn sie sagen, du hilfst der Mannschaft, du kannst kicken und machst halt einmal einen Schmäh. Das ist halt, Schmäh führen ist dann natürlich auch immer leichter, als wenn du im Training blöd angeschaut wirst und diese denken, was tut der eigentlich da? Sondern wenn du dann gut spielst, dann geht das Hand in Hand, dass du gerne mal einen Blödsinn machen kannst, auch bei den Elternspieler. Was hat es mit deinem Ego gemacht, dann bei Rapid zu spielen? Eben auch, muss ich sagen, einfach finanziell dann einfach anders aufgestellt zu sein. Hat es da in jungen Jahren da vielleicht noch irgendwelche Aussetzer gegeben, die du jetzt vielleicht nicht mehr machen würdest im etwas gehobenen Alter? Ja, ich habe teilweise schon Geld für Blödsinn ausgegeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das übertrieben war, aber im Nachhinein gibt es schon ein paar Sachen, wo ich mir denke, was warst du eigentlich für Volltrottel, dass du so viel Geld für sowas ausgegeben hast. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen menschlich, wenn du auf einmal, keine Ahnung, 10, 15, 20-fache von dem verdienst, was deine Eltern verdienen oder was generell so normale Menschen verdienen. Ich glaube, dass das dann ganz menschlich ist, dass dann einmal das auch sagen willst, aber ich glaube, das habe ich ganz gut in den Griff gekriegt und hat mich nicht in den Ruin getrieben. Hast du keinen pinken Maybach oder so gekauft? Nein, ich habe mir einen Babyplan BMW gekauft. Ist jetzt nicht weit weg, aber... Also, sind das so die Erinnerungen, die du hast an dieses erste Jahr, an diese andere Lebensverhältnisse, die du da bekommen hast? Wenig. Ich habe es halt genossen. Aber ich glaube, ich habe mir einfach ein schönes Leben gemacht. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht, geht jetzt auch nicht im ersten Jahr, wenn du dann so viel verdienst, darum, dass du sofort gleich normal weiterleben musst und einfach alles auf die Seiten legst. Ich meine, es ist ja auch schon verdient teilweise gewesen. Ist ja jetzt nicht so, dass mir das Geld geschenkt worden ist, weil ich nichts gemacht habe, sondern das war ja schon erarbeitet. Von dem her, denke ich, kann man sich dann schon einmal ein paar Sachen gönnen. Aber es sollte halt alles im Rahmen bleiben. Und ich denke, das habe ich ganz gut hingekriegt. Sehr gut. Defensive und Mittelfeld stehen bereits, Philipp. Wir machen weiter mit deinem Offensivtrio. Wer darf dort beginnen? Ja, da fange ich links an mit Kainzi, Florian Kainz, mittlerweile Kapitän bei Köln. Ich glaube, spricht auch einiges über seinen Werdegang, wo er jetzt ist und was er erreicht hat. Ja, Kainzi auch, guter Freund. Beim Kainzi ist es so, dass wir uns eigentlich sehr selten hören bzw. sehen. Aber wenn wir uns sehen, dann ist es, als würden wir uns eigentlich jeden Tag hören oder sehen. Das ist das, was die Freundschaft zum Kainzi, finde ich, auszeichnet. Ja, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Er wird jetzt bald zum zweiten Mal Papa. Unsere Frauen verstehen sich super. Von dem her denke ich, dass das einfach alles sehr harmonisch ist. Spielerisch, glaube ich, wie gesagt, braucht man nicht drüber diskutieren, dass er in meiner Top 11 da einen Stammplatz hat. Weil er einfach, ja, ich glaube, so viele Assists, glaube ich, kenne keinen Spieler, der so viele Tore aufgelegt hat wie der Kainzi. Ja, zumindest bei Rapid sensationelle Saison auch damals erwischt, bevor es dann eben nach Deutschland ging. Trotzdem, Kapitänsrolle Florian Kainzi, dass das damals erwartet, dass er auch in so eine Führungsrolle mit der Kapitänsbinde sich entwickelt? Nein, also wie wir zusammengespielt haben, hätte ich ihm die Schleifen nicht gegeben. Eher als wie der Sieg genommen hätte, aber es war jetzt nicht so, dass er der typische Führungsspieler war. Aber ich denke, dass er sich in Deutschland generell auch einfach dazu entwickelt hat, mit der deutschen Einstellung. Also der Kainzi war schon immer Profi, muss man sagen. Und ich denke, dass Deutschland auf jeden Fall beim Kainzi die richtige Wahl war. Ja, der Erfolg gibt Florian Kainz recht. Zwei Positionen haben wir jetzt noch offen. Wer bekommt? Rechts habe ich in Louis Schaub. Hat dann auch gute Stationen gehabt. Spielt jetzt auch in der zweiten deutschen Liga. Hätten sich wahrscheinlich einige
Also im Louis hätten wahrscheinlich einige mehr zugetraut noch. Aber es ist halt, im Fußball kann man das nie vorhersagen. Aber wie er bei uns gespielt hat, war der Louis ein Wahnsinn. Er hat zwar nicht, also vom Gefühl her ist er mit dem Ball schneller gerannt wie ohne. Also wenn der einen Ball am Fuß gehabt hat, du hast gewusst, er geht nach innen meistens und auf seinen guten Linken. Aber du hast ihm den Ball trotzdem nicht wegnehmen können. Also das war schon was sehr Beeindruckendes. Ich habe halt viel mit dem Tempo gemacht, aber der Louis hat halt das Tempo nicht gehabt und trotzdem ist er aber irgendwie bei den Gegnern vorbeigekommen. Und das war sehr faszinierend für mich. Na, 4 Jahre habt ihr gemeinsam in Hütteldorf gekickt. Ich hätte trotzdem gesagt, so ein bisschen ähnliche Spielertypen seid ihr trotzdem, oder? Ja, das schon, aber ja. Trotzdem habe ich halt mehr dann über das Tempo gemacht und der Louis mehr über das technische Dribbling und so. Aber ja, wir haben beide am Flügel gespielt, wir haben uns dann in die Top-Zeiten auch abgewechselt, links, rechts, rechts, links. Ich meine, da hat es wenig Gegner gegeben, die nicht Respekt gehabt haben, wenn sie das gesehen haben, wer da jetzt kommt. Sehr gut. Und jetzt der Abschluss deiner Ansatzpanier. Wer sorgt für die Tore ganz vorne? Für die Tore sorgt bei mir Georgi Kvilitaia. Einfach aufgrund, ja, das war ein ähnlicher Typ vom Persönlichen wie der Joey. Ist auch gekommen, hat zwar Englisch kennen, aber der hat auch auf Georgisch dahergeschimpft und geflucht und schmeckgeführt. Und ja, ich bin einfach jetzt ein Spieler oder ein Mensch, der sehr gern Späße macht, Gaudi hat, die anderen häkelt. Und ich brauche dann halt auch immer ein bisschen was retour. Also mir macht es jetzt auch keinen Spaß, wenn ich in einer Tour auf einen hinhaue und es kommt nie ein Mu oder mehr zurück, sondern wenn ich dann einmal ein Plätzchen mache oder keine Ahnung, beim Stolpertor oder irgendwas, da brauche ich dann schon einmal eine Retourkutsche, dass das für mich auch Spaß macht. Und da war der Georgi einfach neben seinen fußballerischen Qualitäten perfekt für mich. Und weil du es jetzt zum Abschluss noch angesprochen hast, dein Stolpertor, was hat das mit deiner Karriere gemacht? Also wie viele Zusendungen hast du nach diesem Treffer bekommen? Vielleicht auch Spieler, die daraufhin gehäkelt haben. Ja, gehäkelt hat mich eigentlich jeder, mit dem ich persönlich was zu tun gehabt habe. Mit meiner Karriere, denke ich, hat es gar nichts gemacht, weil der Großteil von den Leuten kennt das Tor, mit dem ich rede, aber die wenigsten wissen, dass ich geschossen habe. Also, wirklich? Ja, ja, also es ist jetzt schon öfter passiert, dass Leute halt gesagt, keine Ahnung, so jetzt im Umfeld drüber geredet haben und nicht gewusst haben, dass ich das Tor geschossen habe. Erst nachdem ich dann gesagt habe, ich wüsste schon, dass ich das geschossen habe, ihr Häuseln. Zu auf die Art, also es hat jetzt mit meiner Karriere nicht viel gemacht. Also bis auf einige Lacher. Ja, sagen wir so, also die UEFA bringt dieses Tor eigentlich jedes Jahr so rund um den Herbst, wenn es wieder ein Jahresjubiläum gibt von diesem Stolpertor von Philipp Schobesberger. Also so, du wirst nie in Erinnerung, also das wird nie vergessen, sagen wir mal so. Ja, das will ich hoffen. Puskas Award habe ich keinen gekriegt, das habe ich letztens auf Instagram in Frage gestellt. Ja, ja, wäre verdient gewesen, meiner Meinung nach, aber also, vergib den Preis nicht. Was noch nicht ist, kann er noch das werden. Du bist noch jung und werden da einige Türen auch aufgehen in der Zukunft. Philipp, ich sage danke dir für deine Zeit. Deine Ansatzpanier mit ganz viel Rapid steht. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low Lines paniert.